Bartolomeo d'Alviano. Bartolomeo blickte das Licht der Welt in der Stadt Alviano in Mittelitalien und wuchs zu einem schlauen und einfallsreichen Soldaten heran. Nachdem er mehrere Jahre in Venedig verbracht hatte, schloss er sich im Jahre 1496 der Orsini-Familie an, um gegen Papst Alexander VI. Rodrigo Borgia zu kämpfen, der Gebiete der Orsinis an sich reißen wollte. Die Männer des Papstes hatten die Oberhand, sie grenzten Bartolomeos Quellen bis auf 3 Festungen ein, doch Bartolomeo harrte weiterhin aus. Cesare Borgia, der Sohn des Papstes, roch bereits den Sieg und schnitt die Lieferungen für Bartolomeo ab. Als schon alles verloren schien, ritt Carlo Orsini mit seiner Armee über den Hügel und gemeinsam mit Bartolomeos Männern des Papstes zu besiegen und dabei Cesare im Gesicht zu verletzen. Im Jahre 1503 wurde Bartolomeo von Ferdinand II. Von Spanien angeheuert, um die spanische Armee dabei zu unterstützen, die Franzosen zu besiegen und das Königreich Neapel zu erobern. Im folgenden Jahr besiegte er Maximilian I., den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, und eroberte Triest und Görz. In Venedig war man derart beeindruckt, dass er in den Posten des Generalgouverneurs gewählt wurde. Sollten wir versuchen, Konflikte zu vermeiden. Warum? Habt ihr Angst? Nein. Alter, ich sollte atmen. Dass sie uns 100 zu 1 überlegen sind. Wie ihr wollt, Bella Mia. Es ist dein letzter Tag. Und auch Zeit. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wohin ich muss. Genau dort, wo ich vorhin dachte, er wäre, muss ich jetzt hin. Freunde, den Stadtstrahl zu ermorden kommt vielleicht nicht gerade gut. Da würde ich mal noch gerne wieder ein paar mitnehmen. Vielen Dank, grazie mille. Nein, die brauche ich per se nicht. Die auch nicht. Buonanotte. Buonanotte. Ach, jetzt komm schon. Eccolo! Pack ihn! Schau dir, was du kannst. Jetzt müsste hier irgendwo. Genau. Einmal. Achtet auf den Großen. Er wird Dante genannt. Die meisten von Silvios Männern können nichts, aber er bedeutet Ärger. Ja, das wissen wir. Schau dir, was du kannst. Schau dir, was du kannst. Endlich wird die Sache interessant. Ja, wir gehen auch weg. Und ich möchte natürlich, hier oben ist nochmals ein Zettel. Süße Freiheit, wie ich dich vermisst habe. Silvio hat seine Leute geschickt, um euer Haus zu plündern. Bereitet euch für den Kampf. Ah,
Bartolomeo ist immer bereit für den Kampf. Hauptsache natürlich nicht einen ganzen Viertel, ne? Das finde ich mal eine totale Frechheit. Dass man mir... Alter, würdest du... Diese Probleme, die man hat, ne? Nö. Wir können auch außen rum gehen. Gut, hier lang. Wenn ihr euer Leben liebt, gebt ihr auf. Niemals! Was ist das Leben wert, wenn man nicht frei ist, hä? Ich gehe nicht in den Käfig zurück. Dann werdet ihr hier sterben. Tötet sie! Löwen, du wirst nicht entkommen! Du brichst die Ehre! Lasst ihr euch fahren! Gut. Los geht's. Dann gehen wir mal rein. Was haben die hier nur angerichtet? Bianca, hoffentlich geht es dir gut. Falsche Taste. Bianca! Bianca! Ist alles in Ordnung? Was denkt ihr denn? Schaut euch nur um! Und die arme Bianca, wenn ihr etwas geschehen ist. Aha! Oh, meine Liebste. Gott sei Dank geht es dir gut. Ezio, das ist Bianca. Bianca, Ezio. Entzückt? Also, ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Es sind Geschäfte mit Silvio Barbarigo. Könnt ihr mir helfen? Ah, es wäre mir eine Ehre. Aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei. Drei, um seine Streitmacht zu schwächen. Was meint ihr, was zu tun ist? Ich gehe und bereite meine Leute vor. In der Zwischenzeit befreit ihr die, die bei Silvios Angriff gefangen wurden. Mein Gewissen sagt mir, dass ich sie nicht zurücklassen darf. Verstanden. Ich werde mich darum kümmern. Viel Glück da draußen, Ezio. Was haben die Entwickler eigentlich mit Waffen, die Bianca heißen? Bianca bei Dragon Age, Bianca in Ubisoft. Und es gab nochmals ein Spiel, aber ich weiß nicht mehr den Spieltitel, weil ich das meinte, ich nie gespielt habe. Aber wo ich es einfach aus einem Video kenne, dass die Waffe auch wieder Bianca hieß. Irgendwie ist das, glaube ich, so ein Sidekick, entweder der Geschichtsschreiber oder ein Sidekick der Spieleentwickler, dass in gewissen Serien einfach mindestens eine Waffe Bianca heißen muss. Lass niemanden zurück. Die Söldner befreien, die im ganzen Bezirk Castello gefangen gehalten werden. Gut. Dann... Das werden... Eine einzige Besetzung. Ja, okay, wenn das so ist. Ja, hör auf damit, Barde. Was sollen wir mit denen machen? Den Käfig ins Wasser, sage ich. Lass sie ertrinken und es ist vorbei. Silvio will sie leben. Er meint, er... Eccolo! Da! Da! Attention! Hallo! Vielen Dank für die Hilfe, Freund.
Wir würden mit euch kämpfen, wenn ihr uns wollt. Bleibt dran. Okay. Dann jetzt zum nächsten. Als Folge der gestiegenen Anzahl von Zusammenstößen und Todesfällen im Canal Grande. Im Canale Grande. Dir bitte. Wohl eine im Suff abgeschlossene Wette oder so? Habt ihr einen Augenblick? Habt ihr Angst? Sofort! Jetzt hast du es geschafft, Bastardo! Wartet, bis er sich eine Blöße gibt. Nein. Willkommen im Land der Schmerzen, Bastardo! Die Jungfrau! Hier lang. Hup, verzeiht. Aber zum Glück greifen sie mich nicht an. Wir sind bei euch, Freund. Geht einfach voran. Vielen Dank. Gut, hier lang. Glaubst du, du kannst tun, was dir gefällt, Konzo? Naja. Müssen sie wieder. Lass dich gehen! Ich bin ein Nicht! Ach ja, du atmest noch! Von hinten anschleichen. Von hinten anschleichen. Nochmals. Zwei. Folgt mir nach. Ja, um Mama zu rufen, ist jetzt vielleicht nicht gerade das Beste, dass wir. Ja gut, eigentlich bringt es herzlich wenig, wenn ich da immer wieder in der Mission versuche, mich auf Null zu bringen. Wenn man mich immer wieder erkennt. Ja, natürlich kennen die wieder. Du hast deine Grenzen überschritten, Bastardo. Nieder mit diesen fetten korrupten Hufen. Ja, wir klicken uns jetzt einfach hier durch, bis zum geht nicht mehr. Weil der hat halt sehr eine langsame Waffe. Also können wir dem mit verhältnismäßig schnellen Schlägen immer ein wenig Leben wegnehmen. Kui, tun wir es. Heilige Pilger haben berichtet, dass der Händler Daedalus mit seiner gesamten... Und jetzt wird er an Silvio weiter. Wir gehen mit euch. Gemeinsam werden wir die Barbarigo vernichten. Sehr schön. Noch einer. Dies sind üble Zeiten. Besser nicht hier bleiben. Ja, es sind wirklich üble Zeiten. Madre Santa, nicht hinsehen. Geh weiter. Also hinsehen darfst du schon, ne? Nur weil du mich ansiehst, bringe ich dich nicht gleich um. Also du bist Templer. Meine Schuld, Perdonate.
Spiel, ne? Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Hat sie den Verstand verloren? Marke, was möchte ich doch nicht mit diesem Teufelsbraten? Ich bin nur zu Besuch. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Also, es sonst so viel, das möglich ist, aber wenn du es da mal spezifisch machen möchtest, dann funktioniert es ja wieder mal nicht, ne? Das ist wieder mal so eine Sache, die kann einem aufstoßen, wenn es nicht einfach mal funktioniert, wie gedacht. Ezio, dreh dich nicht einfach, wenn ich zu Team laufe. Den können wir ja auch noch gerade mitnehmen, wenn wir schon dabei sind. Oh. Gutes Geld bräuchte ich per se ja nicht mehr. Dafür sind wir schon sehr, sehr gut unterwegs. Rüber. Salve, Ezio. Willkommen und gut gemacht. Mein Heer erstrahlt in altem Glanz. Jetzt wird Silvio erkennen, was für einen Fehler er gemacht hat. Wie sollen wir vorgehen? Ein direkter Angriff auf das Arsenale? Nein, sie würden uns am Tor massakrieren. Ich habe einen anderen Plan. Nehmt meine Männer und verteilt sie im Bezirk. Der Ärger, den sie machen, wird Silvio zwingen, die meisten seiner Wachen abzustellen. Und wenn das Arsenale etwas leerer ist, kann ich hinein und ihn töten. Esatto! Ihr werdet kaum Gegner haben. Hoffentlich schluckt er den Köder. Oh, keine Sorge. Das wird er. Position beziehen. Söldner zu strategischen Zielen eskortieren, die von Bartolomeo markiert wurden. Seguin. Wahrscheinlich jetzt 50 Mal das machen und dann passt das. Oder zumindest dreimal, würde ich jetzt schätzen. Ich hab genug von dir. Ich prüfe dir dein Schild auf das Geschick, Kanaria. Alle verrückt. Ich muss weg von hier. Ich will nichts damit zu tun haben. Mir nach. Wir stehen euch bei auf jeden Schritt des Weges. So, aber jetzt kommt. Nicht alles einfach jedes Mal angreifen. Das finde ich natürlich doof, wenn die Söldner einfach immer. Ja, gehst du ja an irgendwas vorbei und schon sind die wieder am Kloppen. Also für das hätte ich. Das ist nicht strategisch positionieren. Das ist. Da hättest du mich auch selbst gleich. Oh,
aus. Komm, der Teufel will dir Hallo sagen. Ja, El Diavolo hat gesprochen. Los geht's. Wartet hier auf mein Signal. Wie ihr wünscht. Anschließend. Gazzo, wegen deiner Eselei ist ein ganzes Tag. Ja, Eselei, also wenn du so billig produzierst, dass es gerade kaputt geht, wenn du es fallen lässt, dann würde ich das eigentlich nicht holen wollen. Jetzt müssen wir nicht warten. Dass die ein wenig um die Ecke gehen. Ja, das stimmt. Augen nach vorne. Manchmal hat es echt Probleme. Ist das nicht gefährlich? Ich kenne es. Herr Ju, fass ihn! Dort! Und die nächsten. Haltet diese Stellung. Wird erledigt. Andiamo. Ich mach das jetzt so, das ist mir ein wenig zu blöde. Aber es ist echt zu blöde, wenn... Ich bin mir sicher. Lass sie den Zorn Gottes spüren. Hier werdet ihr warten. Gebt ein Zeichen, wenn wir zuschlagen sollen. Kein Ding, das werde ich machen. Und jetzt hoch, 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 hoch. Wo war der Zettel? Schon wieder die... Das waren doch nicht 20 Minuten. Nee, ich bin von der Firenze. Jetzt wieder natürlich zurück. Einmal hinauf. Geht schneller. Oder so. Halbwegs schneller. Nicht immer nicht. Natürlich rennt er geradewegs in sein Verderben. Ja, schön, dass du so vielen gedient hast. Wenn du jetzt denen nicht mehr dienst, dann ist es eher eine Frage deiner Qualitäten. Ob das wirklich lohnenswert ist, dich anzuheuern. Würdest du jetzt bitte? Ah, da seid ihr ja. Ist es getan? Ja, alle eure Männer sind in Stellung. Bene, bene. Nehmt dies. Ihr wisst ja, wie man damit umgeht. Findet den höchsten Punkt im Bezirk. Schießt es von da aus ab. Auf dieses Signal hin werden meine Männer den Angriff beginnen. Nun gut. Ich sehe euch dann auf dem Schlachtfeld. Das werdet ihr.
Zwei Fliegen, eine Klinge. Angriffssignal geben, dann Attentat auf Dante und Silvio ausführen. Wo ist der höchste Punkt? Okay, einmal um die Kirche. Also mich nimmt es ja schon Wunder, ist das nicht ein wenig unangenehm, immer mit gezückter Waffe herumzugehen? Mal hier und dann auf den Turm. Ruhe. Hm? Oh Gott. Also so. Genau. Wahrscheinlich das bisschen hat dann gefehlt. Weißt du, so kann er sich wieder festhalten und springt nicht runter. Wenn ich aber fast am Boden stehe, dann springt er mir direkt in den Kanal. Bartolomeo braucht meine Hilfe. Nadine, die Scuola di Sant'Orsola wird einen neuen Zyklus zum Schmuck der Kapelle kommissionieren. Alle interessierten Parteien sollen sich bitte bewerben. Alter. Manchmal, ne? Jetzt rüber. Würdest du bitte näher? Muss zum Arsenale zurück. Salvezio! Wollt ihr Gesellschaft? Ich bitte darum. Ein feines Exemplar, nicht wahr? Es sollte euch eine Ehre sein, durch seine Hand zu fallen. Du kannst nicht mal, du Hurensohn! Forza Putata! Komm, Ezio! Wir müssen dieses elende Schwein aufhalten! Wieso reagiert er so schlecht? Du weißt es immer noch nicht, oder? Wenn dann mit dir fertig ist, ist das egal.